Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi und herzlich willkommen bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Teil 3 von der No Sugar Challenge, ein zuckerfreies Leben während 30 Tagen. Was soll ich bloß kochen, wenn ich Gäste habe, mitten in der No Sugar Challenge? Wir haben ein Viergang-Menü gekocht, zusammen mit der Bloggerin Silvina Spiess. Und jetzt, kurz vor Ende der Challenge, wollen wir natürlich Bilanz ziehen. Silvina Spiess ist Foodbloggerin und bekennt sich schon seit einiger Zeit für einen zuckerfreien Lebensstil. Heute ist ihre Aufgabe, 4 Teilnehmer der No Sugar Challenge zu coachen beim Kochen. Die Aufgabe ist für den Stefan den Apéro vorzubereiten, der Patrick soll eine Vorspeise hinzaubern, Saskia den Hauptgang und Katja den Dessert. Das sind die Zutaten für 6 Personen. Der Patrick ist etwas skeptisch. Er ist mit einem Gemüse konfrontiert, das er noch nie in der Hand gehalten hat. Kale. Schöne Blumenstrauß hast du da? Ja, ist der. Aber es schmeckt noch. Und noch nichts. Der Patrick bleibt skeptisch, erst als Silvina hilft, kneten, zuckerfreie Balsamico und Limettensaft den Kale weich macht, kommt er auf den Geschmack. Jetzt gefällt es mir einfach gefallen. Vorne habe ich gerne von der Roh probiert. Ja. Hast du gedacht, nein, kannst du nicht. Nein, aber weißt du, was ihr Bauer nicht kennt, das. Das weißt du nicht. Genau. Ja, das ist ja eine richtige Vitaminbombe, wenn ich da reinschaue. Jetzt ist, glaube ich, genug Salz. Vorspeisen wie der Kale oder auf Deutsch einfach die Federkohl sind bei uns eher nicht so zuckerfallen. Aber man muss aufpassen, dass man keine zuckerhaltige Soße verwendet. Da ist alles frisch und fein. Beim Stefan gibt es diverse Gemüsetipps und Süßkartoffelchips, mariniert, dazu selber gemachter Hummus mit Randen gefärbt. Doch die Raffle hat es in sich, seine Finger müssen leiden. Ebenso bei der Saskia. Sie macht gerade Spaghetti aus denen zu Getty, doch auch das Gerät hat seine Tücken. Ja, was ist denn passiert? Ja, mit dem Spiralizer ist da. Es ist etwas kleiner geworden und dann habe ich dann probiert, weiter die Sudels zu machen und dann habe ich mich ein bisschen geschnitten. Aber es ist nicht schlimm, also es ist kein Problem. Das wäre eigentlich ein vegetarisches Gericht gewesen. Ja, jetzt, genau. Eben damit es vegetarisch bleibt, habe ich so einen Schutz drüber getan, damit es dann nicht irgendwie unhygienisch wird. Dann geht es los mit dem Apéro. Die Tipps von Stefan kommen sehr gut an. Der Federkohl mit Gewürz, Himbeere und Äpfel ist eine richtige Entdeckung. Es war ein Gemüse, das ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, noch nie gehört habe. Ich durfte das zubereiten und das ist also der Hammer. Also, das ist bei meinem Menüplan nicht wegzudenken. Und auch Zucchetti-Spaghetti mit Pesto und Parmesan sind sehr gut angekommen bei den Gästen. Also ich habe den Hauptgang, oder? Mit den, was war das ganz genau? Zucchetti-Spaghetti gewesen, oder so. Das habe ich unglaublich gefunden. Und wenn mir jetzt irgendjemand gesagt hat, hey, das sind Zucchetti-Spaghetti, dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Also die Kombination auch mit dem Pesto, das ist wirklich richtig fein und lecker gewesen. Schliesslich ist auch der Dessert mit der gefrorenen Acai-Frucht bei allen sehr gut angekommen. Bei Kaffee und Schöckeli ohne Zucker lassen alle den Abend ausklingen und ziehen eine positive Bilanz. Mir hat wirklich alles gefallen. Also beim Apéro, dass es mal nicht irgendwie so die typischen Gebäck sind, mal nicht Chips oder so, aber gleich so fein war. Und wirklich, also und auch nachher der Salat, der so ganz anders war als sonst, aber mit den verschiedenen Sachen, die er drin hatte, gleich so vielseitig. Schon bald haben die Teilnehmer 30 Tage ohne Zucker hinter sich. Was zu Beginn nach einer grossen Entbehrung getönt hat, ist für die meisten eine positive Lebenserfahrung. Auch Tanja Tobler ist jetzt voller Elan. Es ist eine sehr positive Bilanz. Ich habe mehr Energie, meine Haut ist schöner, ich bin bewusster, mit was ich esse. Und habe gemerkt, dass Zucker brauche ich gar nicht in meinem Leben. Das ist eigentlich sehr positiv. Ich merke, dass ich fast schon 7 Kilo abgenommen habe. Es geht mir einfach viel ringer beim Laufen oder meine Postverträge mit dem Steigen drauflaufen. Ja, ich merke einfach, dass ich weniger auf der Rippe habe und somit muss ich auch weniger schnaufen. Ich finde das eine super Challenge, die ich hier mitmachen mit euch. Mir geht es super gut. Mein Körper fühlt sich sehr leicht an und mir geht es einfach generell wahnsinnig gut. Und ich finde es definitiv die bessere Challenge als ins Dschungelcamp gehen.
Meine Bilanz zu den No-Sugar-Challenge ist, dass es sich definitiv für mich gelohnt hat. Ich habe gemerkt, mein Körper braucht den Zucker nicht, um sich seine Energie zu beschaffen, was sehr entscheidend war während dieser ganzen Lernphase, die ich jetzt hatte, die heute endet. Und ja, wenn ich Zucker essen will, dann entscheide ich mich bewusst für den Schokokuchen entscheiden und nicht den Zucker aus einer Bouillon oder aus einem Balsamico rausnehmen. Über die Tele Zürich No Sugar Challenge Facebook-Gruppe haben sich viele rege austauscht mit Rezept und guten Ratschlägen. Kurz vor dem 30. Tag dürfen wir alle mal abklatschen und ein grosses Kompliment an die No Sugar Challenge Kandidaten, die es super durchgehebt haben. Alles Gute dir auch. Ja, ist gut. Challenge erfolgreich geschafft. Yes! Das war der dritte und letzte Teil unserer Tele Zürich No Sugar Challenge. Ich hoffe, Sie haben ein paar spannende Aspekte zum Thema Zucker und Ernährung mitnehmen. Auf Wiedersehen bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.